Und hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Partie Let's Play Classic Colonization aus dem Jahr 1994. Ich bin der Captain und ich spiele mit Spanien, den Indianerkiller. Gut, ich muss gerade mal wieder einen Überblick sammeln, da ich das hier nicht an einem Stück spiele, sondern immer mal ein paar Tage oder eine Woche Pause dazwischen habe. Also, unser Zigarillo-Port hatten wir, glaube ich, das letzte Mal gegründet. Und auch Zigallo. So, was macht denn hier diese Stadt so schön? Ah, da sind auch gleich, ist gleich ein Musketenmann drin. So. Ich denke mal, wir können den gleich mal be auch zum. Sch ah, das geht nicht. Zum Staatsmann geht wieder mal nicht. Na gut, dann müssen wir es anders machen. Dann bleibt er halt Soldat. Müssen wir halt so lassen. Okay, ich hätte sonst gedacht, ich mach den mal einfach, aber das war ja so ein Kleinkrimineller hier, ne? Wenn man den anguckt, ja, Kleinkrimineller, da sieht man's. So, okay, machen wir Spielzug Ende. Wobei, hier oben. Wir haben ja hier ganz gut gewütet. Das heißt, die Indianer mal so ein bisschen weggekriegt. Die sind jetzt da unten nicht mehr so stark. Aber ich habe vielleicht dem Holländer damit einen Gefallen getan. Wobei, der hat Größe 8. Ich habe Größe 9 und 8. Also, wir können uns ja mal die anderen angucken. Ja, wo sehe ich denn das jetzt nochmal eigentlich? Auslandspolitikberater. Die Franzosen haben Krieg gegen Spanien und Krieg gegen Holland. Das ist gut. Und die Spanier haben Krieg gegen Frankreich. Okay. Ja. Und die Holländer haben Krieg gegen Frankreich. Also, ach so, das war ja klar. Und bei den Engländern weiß ich nichts, weil ich die Engländer scheinbar noch gar nicht getroffen habe. Aber die Franzosen mag wohl keiner. Naja, ich habe ja die Franzosen angegriffen, weil die da eine Kolonie etwas südlich von uns hatten. So, oh, kaum spricht man drüber, haben die Franzosen und die Holländer auch schon Frieden geschlossen. Und ein Verlag wurde in Silver City gebaut. Ja, das ist gut. Denn wir müssen sehen, dass wir ein paar weitere, ja, paar weitere Glocken produzieren hier. 15 jetzt. Mit zwei Leuten schon 15 Glocken. Das ist prima. In Silver City. 15. Ja, gut. Waffen kann man schon bauen, bringt uns noch nichts. Lagerhauserweiterung bauen, auch noch nicht so viel. Ich denke mal, wir machen weiter und bauen einfach mal die Druckerei. Die dauert zwar ein bisschen, aber es ist wichtig, dass wir vor vollständige Glockenproduktion kommen in meinen beiden Superstädten hier. Gut, ein Schiffchen hier. Was hatte denn dieses Schiffchen nochmal? Das hat gar nichts gehabt. Das andere hat Fälle abgeliefert. Gut. Was bringt der? Was nimmt der denn jetzt mit in die Heimat? Der nimmt das mit und der nimmt das Silber mit. Oh, und hier sind natürlich die Handelswaren. Ich hoffe ja mal, dass ich gleich auch die Handelswaren einsetzen kann. So, ab nach Spanien. Hier ist ein Holzfäller außerhalb der Kolonie, weil er nicht weiter. Ach so, weil er. Ja, weil er die Werkzeuge holen sollte für die Rumbrennerei. Gut. Jetzt erinnere ich mich. So, und hier kommt das Schiff mit den Pferden. 1, 2, 3, 4, 5. Ab nach Zigarillo. Und jetzt kann ich unseren kleinen Kriminellen auch. Moment. Entladen. Ah ja, gut. Nein, du sollst nicht rauchen. Eine Zigarre herstellen ist auch ziemlich unproduktiv. Du sollst Dragoner werden. Und damit haben wir jetzt unsere Dragoner wieder vollständig. Befehl aufheben. So, ach, da unten ist doch schon wieder ein Indianer. Ja gut, was machen wir jetzt mit dem?
Wie viele Werkzeuge hatten der noch? 60. Gut, du kommst dahin. Wenn ich ihn angreife, greife ich ihn da an. Das ist aber nicht schön. Eigentlich sollte der aufs nächste Schiff gehen. So. Wache an Bord. An Bord gehen. Gut. Ja, okay. Gut. Und hier haben wir jetzt unser nächstes Viererschiffchen. Machen wir das so. Haben wir hier irgendwas zum Mitnehmen? Nö, haben wir nicht. Also setzten wir mit diesem Schiff auch Segel Richtung Spanien. Und da haben wir unseren Wagen, den wir jetzt erstmal direkt vollpacken mit Handelswaren. 100, 200. Um dann 1, 2, 3... Ja, gut, der hält da. Muss ich halt das so machen. Gut. Ja. Mr. Holzfäller, du darfst hier dir die Werkzeuge schnappen. Und zwar... Na, wo haben wir dich denn? Da ist er. Um zum Pionier zu werden... Kann sich dort verschanzen. Ist ideal. Das sieht mir so aus, als ob der da einen Indianerüberfall da hinten machen will. Auf diese Stadt da. Na, da ist zum Glück noch nichts gebaut. Da wird auch noch nichts gebaut. Und den, ja, den bringen wir auch an Bord. Ware an Bord gehen. Und du kannst dort, wie hieß denn das nochmal? Flügen, Feldflügen. Ja, aber wo ist das Schiffchen? Okay, ist jetzt nicht mehr da. Gut. Ja, die Irokesen, sie sind glücklich. Ja, dann handeln wir doch mal mit dem Dorf. Welche Waren sollen wir zum Handeln anbieten? Ja, Handelswaren. Wir nehmen sie an. Wir nehmen 467 an. Aha. Wir bieten euch 611 wäre ein angemessener Preis. Ah, 611. Ja, nehmen wir doch mehr. Eure falsche Restriktion, aber wir nehmen euer Angebot auf 497. Ja, gut. 100. Wie viel haben wir bezahlt? 200? Okay, na gut. Wir nehmen 497 an. Wir benötigen Rum und Stoff. Vielleicht könnt ihr nächstes Mal etwas davon mitbringen. Selbst über Zigarren würden wir uns freuen. Hey, prima, dann kann ich den ja auch noch Rum verkaufen. Wir könnten euch Zucker, Erz und Mäntel zum Handel anbieten. Ja, Zucker habe ich genug. Wie sieht's denn bei Mänteln aus? Für 100 Mäntel zahlen wir... 684, aha. Mäntel, wie teuer waren die Mäntel jetzt? 13. Wir würden 100 Mäntel kriegen, dann würden wir den Preis gerade verdoppeln, ne? 342 wäre ein angemessener. Wir würden euch nichts mehr verkaufen, bis ihr etwas Wertvolles bringt. Oh, das ist ja fies. Also ehrlich. Ich wollte doch nur ein bisschen handeln und die wollen einfach nicht handeln. Gott, wieder zum Holzfäller gemacht. Gut, passt ja.
Und jetzt kann unser Schiffchen auslaufen mit unseren drei Dragonern. Aha. Können die da an Land gehen? An Land gehen? Ja. Und an Land gehen? Und an Land gehen? Sehr gut. Doch mal gucken hier. Och, sie schenken uns 15 Zucker, die Tupi. Die sind schon wieder freundlich. Sehr gut. Ich glaube, ich nehme mal die Jesuiten-Missionare. Oder? Nee, die freien Siedler sind wichtig. Rumbrennerei ist auch fertig. Sehr gut. Dann kann es jetzt endlich weitergehen. Super, dann kann ich ja jetzt auch mal den Rum hier wegnehmen und den verkaufen. Mal schauen, wie teuer das ist. Es ist natürlich ideal. Eine Rumverkaufsstrecke direkt vor der Haustür. So. Was bauen wir jetzt als nächstes? Wir brauchen mehr Pferde. Also schnell die Pferde bauen hier. Ställe. Damit die Pferde endlich mal ein bisschen besser wachsen. So, bevor wir das jetzt machen, gehen wir mal hier weiter. Ah, Dorf angreifen. Zack. Und angreifen. Und ja, der will ja jetzt erstmal hier. Der will ja Rum haben. Und angreifen. Ach, endlich sind die kleinen Kriminellen weg und verdingte Knechte. Und ja, gut, ein kleines Lagerchen. Gut. Dies können wir auch nach Zigarillo Port bringen. 3. 1, 2. So, passt doch. Ja, jetzt noch das letzte Indianerdorf dort wegbringen. Und ja, gut, dann haben wir hier unten noch welche. Und dann sind die Tupi weg, fast weg. Hier oben haben sie ja noch was. Wie sieht es denn eigentlich hier oben aus? Da ist so ein Wild, da kann man schön Felle machen. Und Prärie ist auch dafür da. Naja. Vielleicht irgendwie mal in der Zukunft. Weiter geht's. Nächste Runde. Preis für Handelswaren ist gestiegen. Das ist natürlich unschön. So, und jetzt sehen wir hier gleich Mäntel. Da. Verkaufen 11. Okay. 11. Meisterschreiner, ja, den können wir brauchen. Meisterschreiner können wir immer brauchen. Was gibt es als nächstes? Einen erfahrenen Farmer. Ja, den können wir auch gleich kaufen. Dann brauchen wir nämlich die nicht mehr fertig machen. So, Farmer, Schreiner. Und Segel setzen. Ihr könnt gleich mal zu unseren beiden Neustädten, damit da auch ordentlich was gemacht wird. So. Da hinten, ich sehe schon. Du musst da mal weg. Du musst hier mal hier reingehen und Befehle aufheben. Du musst mal los. Gut, 1. 2. Und jetzt haben wir wieder unseren schönen Wagen. Und jetzt füllen wir hier einfach mal ein bisschen. Ja, Zucker wollten sie auch haben. Dann nehmen wir doch gleich mal Zucker. Ist zwar nicht viel, aber zumindest kann ich hier das Zucker mal loswerden, was hier in Mengen immer kommt. 3. Ja, okay, der macht immer den Zwischenstopp an der Stadt da. 2 und 2, 3, 4, 5.
Und 1, 2. Ach, schade. Okay, gut. Mal schauen, ob das klappt jetzt. Stoff ist gestiegen, okay. Aber ich habe eh nichts. Gut, was nehmen wir jetzt hier? Noch mehr Soldaten irgendwie? Eigentlich könnte ich noch zwei Artillerien kaufen. Dann nehmen wir erstmal eine für die eine Siedlung. Na gut, eine zweite nehmen wir auch noch gleich mit. Dann haben wir in jeder Siedlung dann eine Artillerie. Und wir nehmen noch einmal 400 jetzt. Das ist natürlich viel. Nochmal freie Siedler. Ja, nochmal freie Siedler haben wir 4. Gut, es werden immer nur noch freie Siedler. Gut, Segel setzen. Und da haben wir doch genug. Gucken wir doch mal, was wir jetzt hier machen können. So, einmal angreifen. Tupidorf. Okay. Und nochmal Tupidorf angreifen. Okay. Moment, ich will nochmal das Tupidorf angreifen. Mit den verdingten Knechten. Und... Nein, verdammt. Schon wieder Pferde vergessen. Pferde verloren. Dann müssen wir jetzt mal mit denen machen. Und jetzt. Jawohl, damit haben wir nochmal 600. Sehr schön. So, da oben könnten wir jetzt noch in der Oase was pflügen, hoffentlich. So, gucken wir doch mal. Mit Dorfhandeln geben wir ihnen mal Zucker. Wir haben genug Zucker und brauchen im Moment nicht mehr davon. Kommt wieder, wenn ihr etwas anderes anzubieten habt. Rum, Stoff, selbst Zigarren würden wir dankbar nehmen. Komisch. Ach so. Na toll. Eine Runde vertan. Jetzt haben wir wieder 50 Pferde verloren, weil diese verdingten Knechte einfach nicht gut genug sind. Naja. Nutzholz. Ja, natürlich. Gucken wir doch mal. Hier natürlich. Unser Holzfäller ist viel schneller, als er das bauen kann. Wobei, wo haben wir denn hier... Das ist unser Zuckerpflanzer. Dann wollen wir den mal dahin packen und dich in die... in den Staatsmanndienst bringen, ne? Nee, nicht... Staatsmanndienst. Doch, natürlich. 18, 14. Doch, passt doch. Ja, ideal. Jetzt 38. So geht's doch. So, ein Schreiner und ein Farmer... Ab nach Zigarilloport. Und ab aufs Schiff. Und das Schiff geht dorthin. Und ab aufs Schiff. Den verdingten Knecht halt so mitnehmen. Da Musketen teurer sind, werde ich wohl versuchen, noch die letzten Dörfchen hier wenigstens ohne Musketenverlust auszukommen. Waldroden.
Was ist denn, wenn ich da jetzt den Wald rode? Dann bleibt da nur noch Wüste über, oder was? Das machen wir nicht. Klicken wir doch mal so das an. Was sagt denn jetzt unsere Zivilopädie dazu? So. Gestrüpp. Diese trockene und kahle Gebiete... Moment. Mit Pflügen, Oase gibt plus 2 bzw. 4. Mhm. Und dieses Gebiet verwandelt sich in Wüste, wenn es abgeholzt wird. Gestrüppwald, Art des Geländes. Mhm. Wüste. Gut. Wo haben wir eine Wüste? Hier oben haben wir eine Wüste. Hä? Das ist auch Gestrüppwald. Hier haben wir eine Wüste. Wüste 2. Okay, die Oase bleibt erhalten. Gut, das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe... Komm. Bringen wir erstmal das. Haben wir wenigstens ein bisschen Geld gemacht. 4. Ändert sich, glaube ich, gar nichts dran. Na gut. Holzen wir es ab. Gut, wenn er jetzt Zucker nicht will, dann geben wir ihm wieder Handelswaren. Wir haben Handelswaren und brauchen im Moment nicht. Ach Mann, Rumstoff. Ja gut, also, es ist furchtbar, diese Indianer. Warum lassen die sich mit sich nicht richtig handeln? Zur Kolonisum 3, nein, 2 davon, okay. Werkzeuge werden gut. Eine neue Ladung Rum liegt in Zugeria bereit. Das ist schön, weil dann kann ich doch jetzt mal 100 Rum nehmen und den Indianern anbieten. An Land gehen. Zack. Zack. Und ja, du gehst auch nach Cigarillo Port. So. Du bist auch an Land. Bleiben wir mit dem Schiff dort. So, dann wollen wir mal. Also, das will er nicht. Er will Rum, also kriegt er Rum. Nächste Runde kann er dann Rum haben. Oh, 70% sogar in Sugeria, das ist gut. Und die Stelle haben sie jetzt auch gebaut, gut. Damit gibt es jetzt endlich mehr Pferde. Wunderbar. Was kann man jetzt noch als nächstes bauen? Oh, so schöne Sachen hier, die man bauen kann. Schmiede? Nein, brauchen wir nicht. Noch ein Wagenzug? Nein, brauchen wir nicht. College? Was liefert uns das College? Meister Zuckerpflanzer, Baumwollpflanzer, Tabakpflanzer, Schnapsbrenner, Weber... Schmied, Waffenschmied, erfahrener Soldat. Ah, das ist prima. Und zwei Spezialisten gleichzeitig. Also, bauen wir jetzt das College. Wir haben die Werkzeuge. Ah ja, gut. In den Kolonien herrscht eine rebellische Stimmung eurer Existenz. 40% unterstützen die Unabhängigkeit von Spanien. Ihr Auto...
desto produktiver werden sie, je Kolonist mit. Jede Kolonie mit mindestens 50%. Ja, gut, okay. Die übliche Meldung. Aber insgesamt sind wir schon bei 50%. Gut. Also, gucken wir mit unseren Dragoner mal. 1 und Angriff. 1. Und unsere Handelsfreunde. Du wartest mal. Und du wirst verkauft. Gibt immerhin wieder ein bisschen Geld. Du wartest auch. Und der nächste Krieger, Dragoner. Oh, Mist. Schon wieder Pferde verloren. Und nochmal. Gut. Ist natürlich nicht schön jetzt. Ja, dann befestigen wir die mal. Oh, nein, nicht befestigen. Nein, das ist nicht gut. Und ja, du kannst fertig sein. Warten. Müssen wir halt warten. Wenn der jetzt angreift und erobert die Pferde, dann müssen wir uns ganz schnell zurückziehen mit dem Indianer. Ja, müssen wir dann. Gut. Also, nächste Runde. Tupi-Überraschungsangriff. Okay. Mist! Jetzt hat er auch noch Pferde. Das ist nicht gut. Dann haben wir jetzt dreimal, haben wir drei Pferde jetzt verloren. Dann müssen wir erstmal wieder Pferde züchten. Bevölkerungszuwachs in Suggeria. Okay. Okay, gut. Wo ist der jetzt hin? Bevölkerungszuwachs hier. Du kommst in die Schreinerei und dann können wir nämlich den Holzfäller wieder aufs Holzfällen konzentrieren und dann passt auch 22 zu 22. Wunderbar. Jetzt schnell aufs Schiff, wir müssen fliehen. Die bösen Indianer, sie haben uns Pferde weggenommen. Das ist nicht gut. Und zack. So, ihr werdet dort abgeladen. Ach, scheiße. Ich wusste es. Jetzt ist Wüste und ich habe mir hier die Oase weggemacht. Verdammt. Hätte ich mal das so gelassen, wie es ist. Aber nee, ich habe natürlich nur Mist im Kopf hier. Also ehrlich. So, jetzt handeln wir mit ihnen. So, 100 Rum. Was gibt er mir für 100 Rum? Ach, die geben mir echt zu wenig dafür. 100 Rum, 555. Na gut, machen wir jetzt. Komm. Benötigen Stoff und Zigarren. Vielleicht könnt ihr ja noch was. Selbst Tabak würden wir uns freuen. So, dann gebt uns mal Mäntel. Wir zahlen mit Freuden. Also, jetzt werdet ihr ja unverschämt hier, ne? 948. Kann ich dann für 1100 verkaufen oder was? Das bringt ja dann gar nichts mehr, ne? Naja, machen wir mal. Was tut man nicht alles für so ein Indianerherz? So, du wirst Staatsmann. Der Farmer 4. Ach, da im Tropenwald ist sogar noch besser hier. Dann nehmen wir doch mal den Tropenwald hier als Nahrungsquelle. Anstatt die Wüste da oben. Dann der Schreiner, schön mal hier rein. Und uns fehlt immer noch einmal Nahrung. Farmer. Mist.
Nein, das geht nicht. Also einer zu wenig. Die Glocken brauchen wir aber. Wir nehmen den Tabak jetzt mit und das nehmen wir auch mit. Schauen, dass wir den Hafen kriegen, dann können wir hier noch einen Fischer einstellen. Gut, und eine Kanone kann nach da und eine bleibt hier. Und ihr zwei könnt nach da. Gut, Zigallo hat jetzt auch drei. Staatsmann. So, brauchen nämlich noch ein paar Glocken hier. Und als allererstes wird jetzt hier, eine Einfehlung dann gebaut. Und hier auch, die Einfehlung ist das Wichtigste. Besser, wichtiger als der Hafen. Gut. Es ist natürlich ärgerlich. Jetzt fehlen mir natürlich die Pferde. Das ist jetzt die Karawelle, ne? Okay. Die können wir jetzt eigentlich mal benutzen, um mal die Küste hochzufahren. Ein bisschen was mal tun. Und ja, du bleibst hier im Dorf. Befestigen, befestigen. Oh, Pionier hat keine... Das ist natürlich schade. Warum kann ich den nicht jetzt nicht machen? Okay, gut. 2, 3, 4. Gut. So, jetzt haben wir ihnen Rum angeboten. So, Handelswaren. Ne, also, den Handel mit den Indianern, das können wir gleich mal wieder vergessen hier. Also, ja, die 208, dann nehmen wir halt die 208 jetzt. So, aber Mäntel, 700, da kriegen wir doch mehr Gewinn jetzt raus. So, also, nehmen wir doch mal. Die Mäntel nehmen wir mal. Drei, so. Hat der hier Holz? Nee, der hat ja auch kein Holz. Das ist ein Tabakhändler. Okay. Was ist das? Ein Zuckerpflanzer. Mhm. Gut. Schreiner machen wir. Und was fehlt uns? Das Holz fehlt uns. Also müssen wir jetzt noch einmal... wo haben wir den Holzmann? Holzfäller. Holzfäller. Da. Holzfäller. 10. Da. Wird jetzt das Holz auch noch geholt, damit wir hier ganz schnell die Einfehlung kriegen. Wie wird das? 64. Ja, gut, dann machen wir das mal so und... Schreiner. So. Machen wir es so. Geht das schneller und das hier geht dann auch schnell, dann ist die Einfehlung auch ganz schnell da. Gut. Weiter geht's. Gut, 2 Runden braucht er genau. Dann entladen wir mal gleich unsere schönen Mäntel, die wir hier haben. Und unser Tabak, unsere sonst was da und
Wir brauchen mehr Pferde. Okay, also 72. Wir brauchen 150 Pferde auf jeden Fall. Hier haben wir 105, 100 und bei dem anderen 50 nehmen wir dann. Gut. Hat er hier alles? Werkzeuge. Werkzeuge, gut. Spielzug Ende. Stoff gefallen, okay. Und was kriegen wir jetzt wieder? Freisiedler. Na gut, wir haben jede Menge Zucker, den wir halt auf unserem eigenen Feld kriegen. Na gut, geht nicht anders. Druckerei produzieren. Also. Und nach der Druckerei, das ist Silver City, gibt es jetzt die Ställe, damit hier auch die Pferde kommen. Denn so langsam muss ich wirklich die Pferdeproduktion anwerfen. Das ist echt ein bisschen viel. Und da ich die Pelzmäntel auch ganz gerne möglichst schnell verkaufen will, werde ich jetzt die Untersuchung der holländischen Kolonien absagen. Puh. Was machen wir mit dem jetzt hier? Der wartet auf seine Werkzeuge. Der kann aber auch nicht wirklich viel mehr machen hier, weil... Doch, Farmer. Ach, das sind jetzt drei sogar. Okay. Ah, dann machen wir das. Dann soll er halt drei Nahrung, dann haben wir kein Minus mehr bei der Nahrung. Ja gut, das Schiff muss jetzt warten. Dann müssen wir hier halt mal über unseren Wagen 100 Pferde transportieren. % gestiegen, gut. Warten mit dem Schiff. So, jetzt kommt unsere Pferdelieferung. So, 180 Pferde haben wir jetzt hier. Und wir wollen ja nicht alle, wir wollen ja nur so viel, dass wir hier die Pferdeproduktion nicht behindern. Und jetzt können wir damit... Gut, gehen wir darüber. Das andere Schiff kann jetzt schon mal die 200 Mäntel nehmen. Damit können wir nämlich schön Geld machen jetzt. Eure Weisheit, der Missionar hat einige von uns überzeugt und wir haben für Silver City einen weiteren Konvertiten. Sehr schön. So, was will er denn jetzt hier? 1% und sonst Rumparty abhalten. Na gut, für 1% küssen wir doch den königlichen Ring. Neue Ladung Werkzeuge. Okay, zur Kolonie zoomen. Wunderbar, da sind wieder Werkzeuge. Gut. Jawohl, und damit ist der nächste Gründervater im Kongress, im Kontinentalkongress, Simon Bolivar. Damit kriege ich jetzt 20% mehr Söhne der Freiheit. Erhöht sich der Anteil der Söhne der Freiheit in all ihren Kolonien um 20%. Kampf um die spanische Thronfolge endet in Europa. Frankreich vom Krieg verwüstet, tritt Neufrankreich an die Engländer ab. Laut dem Frieden von Utrecht fallen alle französischen Besitztümer in der neuen Welt in die englischen Hände. Damit werden die Engländer stark. Und die rebellische Gesinnung hat sich jetzt auf 58% erhöht. Einige Gründerväter meinen, wir sollten den König um eine Audienz bitten, unsere Unabhängigkeit zu erklären. Nein, das machen wir auf keinen Fall. Noch nicht.
Erstens haben wir noch genügend Zeit. Und wir brauchen halt noch eine ganze Menge mehr an Armee hier, damit wir überhaupt bestehen können. So, und da ist das Schiff. Und du gehst nach Sevilla. Ja, hier sind unsere Pferde. Gut. Nein! Was hat er denn jetzt gemacht hier? Ein Konvertit. So, ein Konvertit. Du kannst Farmer werden. 6, 6, 4. Gut, dann machen wir halt 6 Nahrung hier. Ich habe aber mehr da als das. Also irgendwie müsste doch nächste Runde das sogar noch verbessern. Ja gut, das sind die. Befehle aufheben und Befehle aufheben, damit wir die endlich mal darüber schieben können. Dieser Indianer, der sieht verdächtig übel aus. Unerträglich, Frevler, Land und Volk, ihre Kisten. Wir fordern 20 Pferde aus den Lagerhäusern der Kolonie als Entschädigung. Ja, gut, was? Pferde? 20 Pferde. Bewahrt die Einfehlungen. Ich gebe euch doch keine Pferde. So, jetzt können wir mal schauen. Wen nehmen wir denn jetzt mal als nächstes? Ach, es fehlt hier wieder was, ne? Bartolomé de las Casas, wer ist das denn? Werden alle indianischen Konvertiten als Freie in die Kolonie aufgenommen? Okay, Thomas Paine. Erhöht sich die Produktion von Freiheitsglocken um den gegenwärtigen Steuersatz? Also um 5% momentan. Jean-Paul Jones, eine zusätzliche Fregatte. Magellan, Bewegungsschiff, alle Schiffe um 1 erhöht. Das wäre natürlich auch ein bisschen besser, weil es schneller geht alles. Fugger. Na komm, dann machen wir es mal. Magellan. Okay, und in Silver City sind wir jetzt auch endlich angekommen bei der wunderbaren Unabhängigkeitsgesinnung. Denn wir haben jetzt hier über 50%. Zur Kolonie zoomen. Ja, eine neue Ladung Rum liegt auch bereit. Okay, also hier haben wir genug Zucker und wir haben hier genug Rum. Also. Müssen wir halt wieder noch mehr rummachen. Wobei, nee, Moment mal. Noch mehr rum brauchen wir nicht. Müssen wir Farmer machen, damit wir hier mehr Pferde kriegen. Damit mit mehr Nahrung vielleicht mehr Pferde kommen. So, eins, zwei, drei. Und Dragoner, na also. So, gut, das hätten wir. Nehmen wir nochmal das mit. Das nehmen wir auch mit. Ja, passt. Zucker, das, 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 okay. Ja, da müssten wir auch mal einen Wagen bauen, damit die beiden Kolonien da hinten auch sich gut verständigen können. Beziehungsweise wir brauchen gar keinen Wagen bauen. Wir haben doch einen Wagen, den wir nur darüber schiffen, karren müssen. Eins, ja gut, das ist etwas schwierig jetzt.
Nein, ihr sollt nicht Zigarren machen, sondern ihr sollt Dragoner werden. So, 150 Pferde hat mich das jetzt gekostet. Und bedenkt, wie teuer die Pferde sind, ist es ein ziemlich teures Unterfangen hier. Ups, wäre Überraschungsangriff. Ein Freudentaumel. Okay, gut. Jetzt ist natürlich blöd. Die Irokesen, dass die natürlich... Ah, Engländer und Holländer erklären sich den Krieg. Wunderbar. Und das College wird fertig. 6 Zucker werden weggeworfen. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir bräuchten eigentlich in der anderen Siedlung... Ne, wir bräuchten eigentlich hier noch einen Rumbrenner. Warum... Ach, das ist ja gar kein Rumbrenner. Wo ist denn der Rum... Ja, natürlich. So ist natürlich auch verkehrt. Ich sollte natürlich auch den Rumbrenner dort drin stehen lassen. Dann wird das auch besser klappen hier. Ja, so blöd ist das einfach. Ja, die anderen Kolonien brauchen erst nochmal einen Farmer, ne? Also, Farmer ab in die... in die Schule. Und du wirst jetzt, Farmer, wo ist er? Farmer, Farmer. Farmer, gut. Und noch ein Schreiner in die Schule. So, und dann können die nämlich hier machen. Und was soll er jetzt bauen hier? Pelz, Tabakladen, Weberei. Universität, was macht die Universität? Jesuitmissionar, großer Staatsmann, feuriger Prediger. Na gut, machen wir mal was zum Schutz. So, was haben wir denn hier für einen? Meister Waffenschmied. Ja, den lassen wir mal schön erstmal da drin. Und wie sieht's hier aus? Ja, den Meister Waffenschmied brauchen wir spätestens dann hier in dieser Stadt, um hier aus den Werkzeugen gleich Waffen zu machen. Drei, vier, fünf. Ui, das ist gefährlich, was ich mache. Naja, Ware an Bord gehen. Ware an Bord gehen. Und das gleiche mit dem auch. Ja. Ware an Bord gehen. Und hier ebenfalls. So. Puh. Die aufgebrachten Indianer scheinen wohl alle gestorben zu sein bei dem einen Angriff. Oh Gott, jetzt fällt der Preis auch noch. Also Mäntel ist nicht besonders produktiv hier. Also 7, 8, das ist sehr niedrig. Schade. Ich hatte mir da mehr erhofft von. Noch ein paar freie, okay... Kostet 373. Was können wir uns denn hier ausbilden lassen noch? Meister Schnapsbrenner. Erfahrener Holzfäller 700.
die neue Kolonie, ne? Naja, können wir auch selber züchten. Können wir auch selber züchten. Nehmen wir einen freien Siedler noch mit. Kampferprobter Speer, okay. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Die haben ja Pferde immer dabei. 60% sogar, gut. Und die Ställe sind auch fertig. Na, dann geht's hier mit der Pferdeproduktion auch aufwärts. Gut, was machen wir denn hier jetzt? Hier auch ein Schulhaus, damit wir hier auch gleich mal was machen können. Na, ich würde mal sagen, wir können so langsam mal die... wir bauen mal das vor. So, können wir ja schon mal bauen. Wenn es da ist, dann hilft es mir als Indianerabwehr. Gut. Rum... Pelze. Okay, das. Noch mehr rum. Zucker passt. Und wir nehmen das auch noch mal, so ein paar davon. Halt, Moment, hier, den rum lassen wir hier. Wir nehmen noch 100 Silber mit. Das ist eine teure Fuhre jetzt. Ab nach Sevilla. Ja, gut. Da hinten kommen wir nicht weiter. Ja, nächster Spielzug. Preis für Zigarren gestiegen. Stoff gestiegen. Mäntel noch mehr gefallen. Okay. Oh ja, hier ist das Holz ausgegangen. Ja, das kann ich mir gedenken. Holz. Ja, geht leider nicht anders. Rebellische Gesinnung, 60%, gut. Ja, und der Wagen, der braucht seine Zeit. Moment mal, warum geht denn hier dieses Schiff nicht? Ach... Ja, natürlich. Das Schiff sollte natürlich auch aus der Befestigung rausgehen, damit ich es dann demnächst auch benutzen kann. Ich wundere mich schon hier. Stoff weiter gestiegen, Junge, Junge. Und im Cigarillo-Port steigt es auch ganz gut. Gut, Nutzholz ist wieder dort angelangt. Was sollte der jetzt nochmal bauen hier? Das Vor, okay, gut. Schreiner, dann machen wir dich halt zum Schreiner wieder. Ja, nach Sugeria, da brauchen wir die frischen Siedler, damit wir nämlich hier weiter ausbilden können. Und jetzt nochmal an Land gehen und an Land gehen und an Land gehen. So, damit wir hier diese Indianerplage endgültig mal los sind. Oh, da kommen schon die nächsten. Freuen Sie über den Wohlstand der Spanier. Wir sind jedoch besorgt, dass eure Kolonien anfangen, das Land in unserer Nähe in Siedlung zu stark zu nutzen. Jetzt hat er da natürlich Pferde drin. Da war er natürlich schneller als ich. Silber gefallen. Gut, aber wir haben jetzt sau viel Geld. Jetzt können wir mal gucken nach den Schiffen. So. Also eine Galeone hat einen Bewegung 6, Kampfwert 10. Okay. Frachträume 6, gut. Eine Fregatte hat Kampfwert 16.
Bewegung 6. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Fregatten sind gefährlich bewaffnete Schiffe, die in der Lage sind, jedes gegnerische Schiff zu beschädigen und zu oder zu versenken. 5000. Da, teuer. Mhm. Ja, vielleicht hätte ich doch eine Fregatte bei dem anderen nehmen sollen. Dann kann ich zumindest dann schon mal die Warenproduktion der Holländer extrem einschränken. Falls er auch mal mit Schiffen kommt. Ja, das machen wir. Wir kaufen eine Fregatte jetzt. So. Jetzt haben wir zwar fast gar nichts mehr an an Geld hier mehr. Aber die kampferprobten Speer nehme ich noch mit. Oh, große Staatsmänner. Das ist prima. Dann kann ich demnächst auch mal große Staatsmänner kriegen. Segel setzen. Und Segel setzen. Jawohl. Ein Siedler hat den Beruf des Farmers erlernt. Ein Siedler in Syria hat den Beruf des Schreiners erlernt. Sehr schön. Gut. Ja, die... Dann machen wir jetzt den... Gut, dann machen wir jetzt den Schreiner da rein. Und den Holzfäller. Na, den Schreiner wollte ich... Dich wollte ich zum Schreiner machen. Und den Holzfäller wollte ich zum Lehrer machen. So, dann müssen wir nämlich noch zwei weitere Lehren jetzt hier. Und zwar die, die jetzt hier gleich kommen. Ja, und den Angriff auf die nächste Einheit machen wir jetzt nicht mehr, denn es ist schon eine Stunde schon wieder gespielt, eigentlich schon wieder viel zu lange, und ich werde jetzt abspeichern, Spiel sichern und ja, 10 Runden, beziehungsweise 20 Runden haben wir gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder nach der LAN-Party, zu der ich gehen werde. Also, bis in mindestens einer Woche.